Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Wir werden jetzt in das Salzwerklager rein und den Hinweis auf die Sichel suchen. Das Problem ist, oder was heißt Problem? Was mich wundert ist, dass wir da ja schon mal waren und das komplett ausgeräuchert haben. Ich darf ja nicht erwischt werden. Naja, aber nie diesen Hinweis gefunden habe. Wir müssen da also ein bisschen chronologisch anscheinend vorgehen. Ich würde den gerne ein paar Attentate ausschalten. Das wird ein krasses Attentat. Kann ich gar nicht. Schade. Bedauerlich. Das ist sehr bedauerlich. War ein bisschen laut, oder? So. Ja, solange wir geduckt sind, sehen wir die Gegner. Bei den Klöppeln da. Die Frage ist halt auch, wo könnte dieser Hinweis sein? Klein schalten wir aus. Der Dicke wird dann hier hinkommen. Oh, oder auch nicht. Okay, er guckt sich seinen Kumpel da erst an. Hallo. Überraschung. Oh, da war der Kniescheibenwischer wieder. Eieiei. Vergammelter Kehlsatt dabei gehabt. Den hätte er auch behalten können. Genau, der Mann mit dem Schlüssel. An den erinnere ich mich noch. Der war da hinten, genau. Da hinten, da ist alles gut. Ach, der hockt mit dem Gesicht zu uns. Dann ist er jetzt down. So. Wo ist dieser wunderschöne Hinweis? Wo? Was? Da oben. Ach. Die Wurst hier. Ah, halt dein Maul. Das war nur er, ne? Naja. Da hinten sehe ich ihn, wie er da an der Balliste steht. Ist das da der Hinweis? Dann bräuchten wir den Schlüssel. Vom Schlüsselmeister. Okay, ich habe einen Plan, wie ich mich anschleiche. Und zwar werde ich mich an den da hinten mit der Balliste anschleichen. Dann mit der Balliste, die ich dann habe, die anderen alle killen. Ja, da kommt straight da auf uns zu, wobei das passt jetzt. Problem ist, er könnte uns sehen. Oh, oh wow. Dieser konnte man verziehen, bitte. Beeilung, 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 bevor er da wieder langwischt. Okay, haben wir es gesehen, also. Mein Ende naht, sag sowas nicht. Ich beschäftige dich. Na ja, komm. Interagieren. Leute, jetzt geht die Luzi ab hier. Bam. Nummer 1. Nummer 2. Alter, wo kommst du denn her? Oh Gott, er kriegt den direkt von... Ach, schade. Junge, dein Ernst? Ach nein, jetzt habe ich mein Spielzeug selber kaputt gemacht. So. Er wirft was. Kannst deinen Kram da behalten. Kommst du hier hoch? Ah, kennst du ihn schon? Hasta la vista. Lass mal eben hier. Hast du damit... Wow, wo wirfst du denn hin, ey?
So, der Reichtum. Warum auch immer er ein Reichtum hat. Nein, lass das sein. Das machen wir nicht. Sei artig. Mach das nicht. So, wir haben den Schlüssel. Gucken wir mal eben. Sie wurde wohl verriegelt. Naja, ja. Hab ich mir gedacht. Hab ich mir gedacht, dass du das sagst. So, auf diese Erkenntnis kommst. So, hier. Gehen wir einfach hier rein. Die Tür ist generell offen. Ernsthaft? Da oben. Nimm das mal alles mit hier. Ja, und da ist der Hinweis. Okay, perfekt. Was haben wir hier? Versteck des Hauptmanns. Wer hätte gedacht, dass diese weißen Kristalle aus den Sümpfen von East 6 wertvoller sind als Silber? Und das zu Recht, denn die Gewinnung ist äußerst mühsam. Man schneidet Löcher in den Schlammboden und kleidet sie mit Lehm aus, damit sie nicht der Vegetation erliegen. Und das alles für Salz, was es doch für einen Unterschied macht bei dem schwitzigen, verkochten Fleisch, das sie in den Schenken hier servieren. Ich kann es kaum erwarten, in mein geliebtes Frankenland zurückzukehren. Mit all dem Geld, das ich hier gemacht habe, werde ich seine Küste schon bald wiedersehen. Okay. Freut mich für dich. Ich hoffe, ich habe dich gerade nicht getötet. So. Oh, eine Frau. Oh. Ich glaube, die sah gar nicht mal schlecht aus. Eika. Eika aus Friesland. Eliminiere die Sichel. Sie befindet sich oft in der Bäckerei am Markt von Kohlenkester in Eastsexe. Paladin Eika, die Sichel. Eika wuchs in den Häfen von Friesland auf, wo sie die giftigen Eigenschaften des Petermännchens kennenlernte. Als Ordensmitglied die Sichel fing sie dann später an, dieses Wissen in der Bäckerei anzuwenden, wo sie die Brote derer, die der Orden gerne tot sehen wollte, mit Fischschuppen würzte. Sehr schön. Es ergibt für mich keinen Sinn, aber unser Hauptmann besteht darauf, dass wir einen Korb mit Petermännchen fangen. Weiß er denn nicht, wie giftig die sind? Egal, fang ein paar und bring sie zur Bäckerei hinter dem Handelsposten in Kohlenkester. Aus irgendeinem Grund bezeichnet der Hauptmann sie als Sichel. Warne sie unbedingt davor, die Fische anzufassen. Okay, ich würde sagen, dann Ziel markieren. Und wo müssen wir hin? Da. Ach, perfekt. Da wollten wir sowieso hin, weil wir das Charisma machen wollten. Naja, läuft doch. Alle Wege führen nach Kohlenkester. Sehr gut. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir in diesem Gebäude da gerade schon mal waren, als wir in diesem Salzlager waren. Kann es sein, eventuell, dass der Hinweis da noch nicht da war, der später aufgetaucht ist? Wer weiß das schon? Vielleicht war er auch wieder buggy in dem Moment und wurde reingepatcht. Das kann auch sein. Er sieht schon cool aus, ne? Wenn die anderen legendären Waffen auch so sind. Stylisch. So, wenn wir die Sichel haben, dann haben wir noch Tatfried und das heißt die Hake, glaube ich. Und dann haben wir alles für den Vater. Wir werden ihn also auch zeitnah aufdecken. Nicht sofort, aber zeitnah. So. Ach, Misstrauensgebiet. Ich überlege, ob ich erst das Charisma machen sollte oder erst... Na komm, wir töten erst. Die Sichel. Oh nein. Das ist nicht gut. Wir waren in der Matrix.
Wir waren gefangen zwischen zwei Welten. Die eine Welt wollte, dass wir aus dem Stein rauskommen, die andere wollte uns drin aber halten. Ah, je. Yeah. Na, du musst aufpassen, wo du in diesem Spiel hinspringst, ja? Ah, wir schaffen das schon, Ava. Kriegen das schon hin. So. Da sind wir wieder. Frisch aus dem Stein geglitscht. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht da wieder hinglitschen. Okay. Genau. Hier wollte ich lang. So. Ich gehe mal lieber. Holz aber jetzt einen anderen Weg. Hier können wir nicht festglitschen. Da, perfekt. Das hier eh Misstrauensgebiet ist, bleiben wir lieber unentdeckt. Hier können wir runterspringen, machen wir aber nicht. Alter, wo ist sie denn? Ne, da unten. Das ist die Bäckerei. Ne, warte mal, die Bäckerei. Da, ist sie das? Zumindest eine Wache. Mal gucken, ob wir hier weiter hier oben lang gehen können. So, gehen wir hier hin, genau. Da hier lang. Machen das als Assassinen-mäßig. Ich muss ja eh, na, das ist die aber bestimmt. Irgendeiner von denen ist es. Naja, ist es nicht. Stimmt sie. Oh, hat die ein Schwein. Hat die Glück. Weiß nicht, ob sie es war. Prinzipiell konnte er mich nicht sehen. Wie soll er herausgefunden haben, von wo der Schuss kam? Na, der Pfeil. Ich glaube, das war die die Sichel, die wir zuerst gekillt haben, die Frau. Ja. War instinktiv richtig gekillt. Ja, genau, du. Ja, sieh mal nach. Wer? Er? Ernsthaft? Ernsthaft, ihr wollt jetzt hier gegen mich kämpfen. Na komm. Hier. Na komm. Pikenier. Tschüss. Ich habe mich versteckt. Stirb durch Gift. Na, Hampelmann, du. Wollen wir noch jemanden hier? Da. Sir. Oh, war knapp. Einen Fuß geschossen. Da. Genug gespielt. Die Hake. Na, die Sichel. Tod bestätigen. Die Verborgenen. Ist das die Kette, an der du ziehst?
Mich kettet niemand an. Ich befreie Englerland vom Schmutz für die Sicherheit meiner Leute. Ach, hör sich das einer an. Die Ausrede eines Verstands, der in Ketten liegt. Da gab es jetzt nicht mehr viel zu lachen. Da verstehe ich keinen Spaß. Wer ist denn jetzt hier schon wieder? Oh, da hinten. Da kommen sie. Oh, wieder eine Gläubige anscheinend. Das sind die schlimmsten Gläubigen hier. Na komm. Dicke Kugel kannst du behalten. Hast du genau gesehen, dass er vergiftet wurde? Okay. Also, das haben wir auch. Genau, Charisma wollten wir jetzt machen, ja. Steigern wir unser Charisma. Geht dich gar nichts an, was beim Luknasat passiert ist. Sei nicht zu neugierig. So, hier ist er. Spottstreiten. Guten Morgen, guten Morgen. Ich stehe hier für Lady Alette von Colincaster, die berühmte Meisterin des Wortgefechts. Wünschst du eine Audienz? Ich habe nie von ihr gehört. Wenn ich dich so ansehe, wundert mich das überhaupt nicht. Nichtsdestotrotz, wünschst du sie herauszufordern? Oh ja. Wie närrisch. Aber die Ehre ihrer Gegenwart dürfte dich für deine wohl sicher beschiedene Niederlage entschädigen. Lady Alette, deine Spottstreitkünste sind gefragt. Oh, ein Bauer? Du kommst wegen eines Wortgefechts? Gut, offenbare deine Almosen. Hier, bitte. Voller Einsatz. Recht dürftig. Aber ich nehme es für die Lady an mich. Mehr konnte ich nicht. Sie wird eröffnen. Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Das ist das Einzige, was sich reimt. Doch es sind noch die meisten gerannt. Wirklich furchtbar. Ach, du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Das Einzige, das, es gibt nur eins, reimt sich nur. Ich mach's einfach mal mit dem Reim. Eine Runde noch, dann bist du hin. Widerwärtige Wortwahl, wirklich. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch spreche ich noch deinem Leiden zum Trotz. Da. Ach, wie mies, deine Worte sind Rotz. Das war recht daneben. Ach komm. Und wieder fällt ein armer Tropf dem weltgewandten also, Witz der Lady machen, Alette. Wir machen hier nicht auf Reim. Mein Herz weint für dich und deinen schwachen Verstand. Ich hoffe, du wirst es eines Tages erneut versuchen. Also manche... Das werde ich sicher. Also manche, das möchte ich ja mal kurz sagen, manche Spottstreits, die sind ja ersichtlich. Den einen, den wir da hatten, der uns da angebaggert hat, das war ja eine Sache. Aber hier... geht es anscheinend nicht um den Reim. Weil das ist ja auch immer so eine Sache. Geht es jetzt um den Reim oder
dass wir sie da ein bisschen beleidigen, weil sie uns beleidigt. Ah, sehr merkwürdig. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, ja, komm, halt's Maul. Diesmal versage ich nicht. Welch drollig, Milady. Ach, du armes, stimmloses Vögelchen. Ja, ja, komm. Gib mir deinen Einsatz. Ja, 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 komm, den hole ich mir wieder zurück. Hier, bitte. Ja, ja. Sie wird Es gab viel schon zu hören über dich, armer Thor. Du bist weich und so klug wie ein Schaf. Meine Verse sind sehr wohl bekannt hier im Land. Dann nehmen wir das Erste. Du plapperst nur gern, kommt's mir vor. Wirklich furchtbar. Ich check's nicht, ich weiß nicht. Ach, du hältst dich für klug, du beeindruckst mich fast. Aber eigentlich tust du mir leid. Denn ich frag mich, wie willst du tatsächlich gewinnen? Also das Hin war ja falsch. Besieg dich, dann weißt du Bescheid. Im Gezänk ist auf mich Verlass. Das ist beides doof. Also. Ich besieg dich, dann weißt du Bescheid. Nichts als Glück. Okay, der Dein war gut. Dein ärmlicher Anblick lässt Mitleid erblühen. Keine Schönheit, kein Witz und kein Geld. Aber doch sprech ich noch deinem Leiden zum Trotz. Das erste oder das dritte? Aber das. Mit den kläglichsten Worten der Welt. Wem hast du das denn gestohlen? So ward Lady Elette also doch glatt besiegt. Und ihr Herold steht in meiner Schuld. Denn sie hat ihre Gegnerin stark unterschätzt. Und das Schicksal war ihr heute nicht hold. Ach, zahle diese Gestalt aus und schicke sie weg. Mir ist die Lust vergangen. Sehr wohl, my Lady. Dein Gewinn, du hast ihn dir verdient. Danke. Also, den fand ich nicht gut. Wirklich nicht. Der hat überhaupt nichts mit dem Reim zu tun und den fand ich nicht gut. Wirklich nicht. Der war... So, was wollen wir noch machen? Wir haben noch hier dieses Rätsel direkt unter dem Turm. Oder wir machen das hier. Wir machen das. Dann reisen wir zu dem Turm. Das ist am einfachsten dann. Kannst dich ruhig wieder enttarnen. Genauso. Also, das hat sie jetzt tatsächlich gemacht. Ich dachte, das war, weil wir so da runter gucken. Hey, boah. Ich könnte auch mal bald wieder eine neue Gesichtstätowierung machen. Was hältst du davon? Macken am Kopf. Da hat uns der Wolf aber dann echt ganz schön erwischt, ne? Haben wir das überlegt? Hat man ja auch ganz am Anfang gesehen. Also von daher, das war schon nicht ohne. So. Da unten, ja, dann springen wir einfach mal hier. Hallo. Mit deinem Teufelsquatsch vernichtest du unsere Lebensfreude. Warum jault ihr so? Wir sind eine Bardentruppe, die mit Musik heilt. Wie eine Arznei. Doch dieser Irre, der sich selbst zum Bischof der Trümmer ernannt hat, lehnt uns ab. Er sagt, wir klingen wie des Teufels Dudelsack. Dieses seltsame Instrument aus einer Blase und Knochen? Es klingt eher wie ein altes Klageweib. Er verscheucht unser Publikum mit seinem Untergangsgerede. Dabei haben wir solche Sehnsucht nach Musik. Ein hehres Anliegen. Vielleicht muss er von eurem Talent überzeugt werden. Du würdest uns helfen? Himmelpura! Du magst auch Musik! Das ist ein gutes Zeichen. Schwör diesen unkeuschen Dingen an, okay. Ehe der Herr der Fliegen euch holt! Es Sir. Bringt nur... Warum erlaubst du dem Jungen nicht zu spielen? Er bringt den Menschen Freude. Musik ist der Darmbitt des Teufels, ranzig und faul. Ich als Bischof der Ruinen werde das nicht dulden. Bischof der Ruinen?
Ist dieser Titel von Alfred? Nein, von Gott selbst. Er sprach zu mir, als ich eines Tages auf diese Steine pisste. Ich bin sein Instrument, das diesen Teufelsklang zermalen soll. Da bin ich aber anderer Meinung. Okay, ich prügel mich mit einem Bischof. Alles klar. Mitten in die Fresse rein. So. Schleichangriff. Lauf. Möget ihr weiter holdes Lied gut ersinnen. Alles ist wunderbar. Das war's. Oh ja, wir wollen nur deine Seele. Ja, genau. Okay. Leicht verdiente EP, würde ich sagen, ne? Oh, da hinten läuft er. Soll ich ihn mal töten? Der als Feind markiert? Ne, wird er gar nicht. Ich bin schneller als du. Ja, lauf. Lauf um dein Leben. So, da haben wir jetzt auch noch ein Rätsel. Das machen wir auch noch. Ah nein, da war wieder ein Fuchs. Eieiei. Mir unten angezeigt. Hier unten. Ist das eine Höhle? Ja, warte. Ach nee, hier. Ah nee, da nicht. Gerade wurde es nur unten angezeigt. Ach, schon wieder ein Mönch. Hat aber nur Ärger zu bedeuten. Warum betet ihr hier? Wir beten für die Stärke, uns dem zu stellen, was in der Höhle lebt. Ein Teufel in Menschengestalt, der die Bestien befehligt. Oft schon haben wir ihn gesehen, wie er wilde Tiere füttert und mit ihnen spricht. Nicht einmal die Wölfe fallen ihn an. Seid ihr sicher? Ihr Christen erkennt schnell den Teufel in Dingen, die ihr nicht versteht. Die Vögel in diesem Wald sind rastlos und greifen schnell an. Erst gestern stahl ein Fuchs ein Kind aus seiner Krippe. Ohne Zweifel. Er, der rückwärts läuft, ist unter uns. Entweder wird er dort herauskommen, oder wir werden hineingehen. Ja, dann geh doch rein. Mir doch egal. Et cur ita est. Prebient. Sprich nicht mit ihm! Ja, komm, hör auf zu labern. Oh. Ist das eine Menschen- oder eine Tierhöhle? Wir können beide nicht angreifen, das heißt, wir werden erstmal reden. Okay, wir sind beide friedlich. Kumpel, was suchst du da? Du lebst mit einem Bären zusammen. Stimmt es, was der Mönch sagt? Tiere sind meine Freunde. Ich höre sie. Und sie hören mich. Den hier haben sie verletzt. Und nun wollen sie mir auch etwas antun. Aber hetzt du deine Tiere auch auf Menschen? Wer meinen Freunden weh tut, dem tue ich weh. Aber niemals einem Kind. Okay. Du verteidigst nur die, die du liebst. Bleib hier und sorge für deinen Freund. Ich kümmere mich um die Mönche da draußen. Töte sie nicht! Das will ich nicht! Verscheuch sie nur! Wir haben nur Angst vor Tieren, weißt du? Ja. Er ist sympathisch. Ich glaube, er ist ein bisschen geistig zurückgeblieben. Den Leuten sollte man eh nicht Böses antun. Wie generell den anderen auch nicht. Und er macht ja nichts. Ja, er macht ja nichts. Er ist ja friedlich in seiner Höhle. Oder doch da seinen Spaß haben mit dem Bären. Die Mönche hier, die kann ich eh nicht leiden in diesem Spiel. Die machen eh nur Mist. Hast du ihn erlegt? Oder hat dich seine Teufelszunge übermannt? Dann kann ich jetzt mit denen nicht reden? Will euch ja nicht töten. Hey. Kann ich den verjagen? Okay, das hat schon mal... Lauf. Oh.
Das wollte ich nicht. Ich wollte das wirklich nicht. Aber sie sind weg. Ich habe ihn aber getötet. Das wollte ich gar nicht. Und jetzt? Ja. Kumpel, sie sind weg. Du kannst rauskommen. Muss ich jetzt reingehen und ihn auch killen, oder was? Geh nochmal zu ihm hin. Vielleicht kann ich nochmal mit ihm reden. Ich weiß nicht, ob du bist, was sie glauben. Aber ich habe mich um deine Peiniger gekümmert. Sie haben meine Klinge gespürt. Blut bringt Blut. Mehr werden kommen. Alles wird schlimmer. Avon und ich gehen besser fort. Ich tat, was ich konnte. So lebe wohl und viel Glück. Ich glaube, ich musste den Mönch töten. Das war der einzige, der mir angezeigt wurde, dass ich den töten kann. Da musst du schon wieder ein Mönch dran glauben, ne? Wir haben keinen Leichenstand in diesem Spiel. Wir haben alle eine Waffel irgendwie. So. Ach so, Orden. Wir haben ja die Ehe. Schwester Blazewit. Okay. Der Schatten des Erzbischofs. St. Martins Kirche in Kantewarebuch. Kennt. Okay. Also, die beiden haben wir noch. Und dann geht's zum Vater. Das machen wir. So, lass uns mal gucken. Was haben wir denn noch hier in der Nähe? Den Raubzug. Ach so, hier hinten habe ich jetzt übrigens dann noch ein legendäres Tier gefunden. Wo war das denn? Da, genau, hier. Ein legendäres Tier, die Hügelbestie. Weiß nicht mehr genau. War es ein Bär? Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht mehr. Hier sind noch ein paar Sachen zum Sammeln. Da haben wir noch was. Jetzt haben wir noch diesen Aussichtspunkt hier. Dann hätten wir alles freigeschaltet. Aber das können wir nochmal ein anderen Mal machen. Und da ist auch noch... Also ich würde sagen, wir werden mal so nach und nach... Was haben wir denn noch für Quests? So, dann gucken wir erstmal da. Zerstörung des Ordens. Da sind wir ja dabei. Erreiche Siedlungsstufe 6. Dafür müssen wir die Raubzüge machen. Das wäre noch eine Sache. Finde alle Codex-Seiten. Da sind in den Bruderschaftshäusern. Da fehlt uns anscheinend auch noch was. Okay, das sind die Flussraubzüge. Und das war's. Mehr Quests haben wir nicht. Und dann ist halt die Frage nach den legendären Waffen. Wie wir an die rankommen. Ich weiß, dass wir ganz hier oben, da haben wir noch einen Drenger. Ja, keine Ahnung, ob das der letzte ist oder es sind ja noch so viele Rätsel offen. Irgendwo ist, ne? Ah, warte mal. In Kent. Da ist die Hake. Ich wollte sowieso eigentlich hier hin. Damit wir auch diese Höhle hier machen können. Ich glaube, die Höhle, das wird das nächste sein. Aber weißt du was, die Höhle machen wir noch. Weil die Höhle, das hat ja mit diesen Tafeln da zu tun. Da weiß ich auch noch nicht. Diese Tafeln haben auch noch irgendeine Sache. Irgendwas. Ich hab's vergessen. Wenn ich es einmal gewusst habe, habe ich es vergessen. Was es mit den Tafeln auf sich hatte. Hatte das mit Excalibur zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Oder mit einem anderen? Das ist halt, wenn du dich so wenig wie möglich mit den Spielen beschäftigst, die du spielst, um nicht gespoilert zu werden. Ja, also schon so ein bisschen gucken, um was geht's da und so, aber diese ganzen Sachen, wie finde ich das, wie finde ich das und sowas, das versuche ich alles zu meiden. Dementsprechend... Aber diese Höhle will ich jetzt mal noch machen. Oh oh. Nicht glitschen. Danke. So. War das ein Rabe?
Oh, nee, das ist kein Rabe. Oh. Okay. Oh, eine Kuh. Hallo. Töte dich nicht, keine Panik. So, diese Höhle. Was war da das Problem? Habe ich die nur durch Zufall aufgedeckt? Oder war da wieder irgendwas, wo man nicht weitergekommen ist? Ist 100 Meter unter uns. Das ist da schon wieder sehr zweifelhaft. Obwohl, ne, da geht's. Hier geht's runter. Was? Wer redet hier? Da. 21 Meter. Hier ist der Höhleneingang. Nicht wirklich. Nicht unbedingt. Ich gehe einfach mal hier in die Mine rein. Oder ist das da? Okay, hier geht's nicht weiter. Was ist denn hier? Also, ihr seid nur hier drin. Das ist hier der Eingang zufällig? Das sieht gut aus. Okay. Na, da haben wir gerade durchgelugt, okay. Aber da geht's weiter. Oder geht's da weiter? Da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Ja, dann lass erstmal hier weitergehen. Muss ein bisschen Licht machen. Okay, hier geht es tatsächlich nicht weiter, dann müssen wir hier unten durch. Okay. Ich habe das, irgendwie das Gefühl, dass das nichts mit dieser Höhle zu tun hat. Weil ich wüsste halt nicht, was das sonst. Doch, das muss damit zu tun haben. Würden die nicht so einen Aufstand machen? Da musst du mal schießen. So. Okay, hier geht's wieder durch. Jetzt weiter. Ah, doch, das sieht stark. Oh, oh, oh. War knapp. Ja, weiter geht's. Was ist das hier? Money, money, money. Na, hier geht's nicht weiter, okay. Okay. So. Dann gucken, wenn wir darüber gleiten, müssen wir. Ne, wir müssen ihn eigentlich nicht loslassen. Tada! Ah, und ich nehme mal. Mhm. Okay. Aha. Oh Mist, habe ich irgendeine Kiste hier übersehen? Ach, verdammte Scheiße. Wusste es. Ach, Kacke. Ich muss da nochmal in die Höhle rein, aber das mache ich nicht.
Jetzt. Der Kessel von Jürgen war Gavr. Um den Kessel des Riesen zu erhaschen, musst du so tapfer sein. Wie er springe wie ein Lachs, wo Eisen gedeiht, und halte fest, was dir Leben schenkt. Okay. Das gehört jetzt mir. Was sind hier oben? Ja, wir müssen ja eh tauchen, also von daher passt das schon. Geil, vergammelter Käse. Hält sich gut hier. Oh, es geht noch weiter. Ah, dann hätte ich gar nicht so viel Zeit vertrödelt. Okay. Jetzt wird es langsam dann doch mal kritisch. Obwohl, hier geht's. Eieiei. Okay. Und dann, da ist er. Da ist er doch. Okay. Ja, das ist die Frage. Welchen Zweck haben die? Ah, okay, da ist noch eine Kiste. Komme ich jetzt nicht hin, ernsthaft? War das ganz am Anfang? Also ich muss nochmal in die Höhle rein, um die Kisten zu holen. Das mache ich zwischen den Aufnahmen wieder. Okay. Wo kommen wir jetzt hier hin? Wir kommen raus, oder? Jo, das ist der Anfang. Okay. Gut. Alles klar. Dann werde ich jetzt nochmal auf die Suche nach den Kisten gehen. Das haben wir auch. Okay. Ja, ist die Frage, was wir mit diesen Tafeln machen können, ne? Und ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ich es einmal gewusst habe, dann weiß ich es nicht mehr. Naja. Werden wir schon rausfinden. So. Das mache ich jetzt noch. Ich würde sagen, wir gehen dann hier hin, dahin, und dann gehen wir mal hier in die Richtung Kantwarebuch und gucken mal mit der Ollen vom Orden, ne? Wäre vielleicht nochmal eine Maßnahme. Oder wir machen den Drängerkampf oder das legendäre Tier. Wir haben einiges offen. Einige Optionen, die wir machen können. Werden wir sehen. Und in welches Gebiet uns die Reise als nächstes versteckt. Ja, in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis morgen. Ciao.